Ja, hallo erstmal. Ich wollte wieder mal ein Manga-Review machen. Und diesmal von einem bekannten Manga, den ich mal angefangen habe. Ich habe ihn noch nicht zu Ende gelesen. Also jetzt nicht Band 1, sondern die Reihe, weil die ziemlich lang ist. Und einige andere Mangas meine Aufmerksamkeit gerade haben. Aber dennoch ist das ein guter Manga von Gosho Aoyama, nehme ich mal an, spricht man das aus. Und der Manga, der wurde auch als Zeichentrick verfilmt, also als Anime und läuft im Fernsehen. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Und ja, die Anime-Serie selber ist auch nicht schlecht. Also gut gemacht. Aber der Manga ist gut, wie ich finde. Und kurz zur Geschichte, in dem es um diesen Mann geht, oder diesen Jungen, 16 Jahre alt, Shinichi Kudo, ist Oberschüler und begeisterter Detektiv und Sherlock Holmes Fan. Und ja, er ist in einem Fall auf einer heißen Spur und wird überwältigt und bekommt ein mysteriöses Gift und verwandelt sich in die jüngere Version seiner selbst. Also diesen kleinen Jungen hier, den alle kennen als Conan Edogawa. Und das ist eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Namen. Einmal dem Autor von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Und einmal einem anderen Autor, den ich persönlich nicht kenne. Ich kenne auch den ganzen Namen nicht. Das ist aber, glaube ich, ein japanischer Kriminalautor. Und ja, hier stellt sich auf der ersten Seite der Autor vor. Und erzählt so ein bisschen von sich und dem Anime. Wie immer gilt, Animes von rechts nach links lesen, von rechts oben nach links unten. Wenn man die letzte Seite aufschlägt, sieht man das auch nochmal. Da wird man gestoppt. Und dann wird einem gesagt, Mangas von hinten nach vorne, von rechts oben nach links unten lesen. Das zur Lesart. Und wie immer ist der Manga schwarz-weiß, wie alle Mangas. Und sehr schön gezeichnet, wie ich finde. Und die Erzähldichte Entschuldigung, hier reitet gerade jemand vorbei. Die Erzähldichte ist relativ gut. Und ziemlich dicht. Das ist also kein Manga, der seitenweise nur ein, zwei Kampfmoves zeigt, sondern tatsächlich mit viel Schrift und Inhalt. Man hat also ein bisschen zu tun, bis man durch ist. Und das, mein berühmtestes Beispiel ist immer Bleach. Das so eine sehr geringe Erzähldichte pro Band hat. Und das hier ist das erste Band. Wie viele es insgesamt gibt, weiß ich nicht. Aber ich habe, glaube ich, mittlerweile 18 und habe jetzt mal pausiert. Wer sich aber für diese Bände interessiert, die sind oft in der Bibliothek zu finden, weil sie eben so bekannt sind aus Privatfernsehen und aus dem Anime.
Und wie gesagt, wir gehen wieder zur Handlung. Das ist der junge Mann, der einen Fall zu lösen hat. Und diese junge Dame hier, die seine Mitschülerin ist, heißt Ranmori, ist die Tochter des großen Detektiven, der später noch von Bedeutung ist. Dazu kommen wir aber noch gleich. Und hier wird so ein bisschen die Geschichte erzählt. Wer Shinichi ist, wen er vergöttert oder wenn er besonders gerne mag. Und wie man sieht, sein zukünftiger Vorname ist aus Arthur Conan Doyle entliehen. Und ja. Der Manga ist wirklich gut gezeichnet. Die Impressionen sind immer schön dargestellt. Ja. Macht sehr viel Spaß, ihn zu lesen. Und so langsam entwickelt sich die Geschichte. Nach der Vorstellung kommt er zum, ja, kommt es, da wird auch ein bisschen, ich sag mal, da werden auch mal ein paar explizite Szenen gezeigt, so Gewaltszenen. Verzeihung, hier zündet gerade irgendjemand mitten im Wald Böller an. Die Leute sind echt ein bisschen schräg drauf, naja. Anders als im Anime, der für Deutschland wahrscheinlich nochmal geschnitten wurde, indem man sowas selten bis gar nicht sieht, sieht man im Anime auch mal abgetrennte Köpfe und Blutfontänen, was nicht sehr häufig vorkommt, aber trotzdem, es wird gezeigt, ja, also ist jetzt nicht ganz für die kleinsten Kinder gedacht. Und sein erster Fall ist auch gleichzeitig der Fall, der ihn sozusagen zu dem macht, was er später dann wird und ist. Und der Fall entwickelt sich nicht sehr gut für ihn persönlich. Ich will nicht zu lange auf den Seiten verweilen, weil die auch ziemlich viel von der Geschichte verraten und das Ende vielleicht spoilern. Aber ich glaube, die erste Folge und den, ja, nicht wirklich den ersten Manga, aber die erste Folge von Conan ist durch den Anime ja bekannt. Hier ist quasi die berühmte Szene, in der sie den berühmten Meisterdetektiven töten wollen. Und dieses Gift geht aber nach hinten los, wenn man so will. Oder ja, erreicht nicht ganz sein Ziel, sondern macht aus dem Shinichi, aus dem Oberschüler, wieder einen Unterschüler, der sich ab jetzt Conan nennt und den wir aus dem Anime kennen. Und ja, der versucht im übergeordneten Handlungsstrang sozusagen rauszufinden, was mit ihm passiert ist, wer das getan hat und vor allem, wie er sich wieder zurückverwandeln kann. Und der auch versucht, seine Identität geheim zu halten. Und der bei besagten Kommissar Mori unterkommt.
bei Kogoromori, der zufällig auch Detektiv ist. Haha, wer hätte es gedacht? Und Conan schafft es, bei den Moris unterzukommen. Und ab dann ist, wie gesagt, der übergeordnete Handlungsstrang, dass er versucht herauszufinden, wer ihm das angetan hat, wieso und wie er sich wieder zurückverwandeln kann. Aber jedes Band ist auch ja, in sich eine eigentlich abgeschlossene Geschichte und man muss theoretisch den übergeordneten Handlungsstrang gar nicht kennen, um die einzelnen Geschichten zu lesen. Ja. Also, die Bände sind in sich meistens abgeschlossen. Es gibt manchmal auch Kriminalfälle, die sich auf den zweiten Band ausstrecken. Aber, und deshalb habe ich auch so bei Band 18 ungefähr aufgehört, weil ich jetzt nicht wirklich was verpasst habe durch das Nicht-Weiterlesen. Ja, die Bände sind in sich abgeschlossen. Professor Agasa ist eine weitere Figur, der sich Conan, glaube ich, auch anvertraut. Der also weiß, seine richtige Identität kennt. Und ja, der spielt auch eine Rolle in der Geschichte. Hier fällt übrigens Conan seine Tarnidentität und sein Tarnname ein, sein Aliasname sozusagen, indem sie nach seinem Namen fragt und er sieht zufällig zwei Bücher, einmal von Ran Poe Edogawa und einmal von Sir Arthur Conan Doyle und tada! Conan Edogawa ist geboren. Haha, zum Glück standen die Bücher hinter ihm. sonst hätte er sich vielleicht Sherlock genannt. Nee, kleiner Scherz. Aber ja. Wie gesagt, die erste Geschichte ist quasi also der erste Band ist quasi komplett darauf ausgelegt, uns die Charaktere alle vorzustellen, wie sie agieren, wer so ein bisschen der, ja, wie sage ich dazu, der Dödel in der Geschichte ist. So ein bisschen, ja, tollpatschige Mensch, der nicht so wirklich die Kombinationsgabe hat. Dann, wer das Genie hier ist, wer in wen verschossen ist und ja, das ist quasi das Einführungsband, mit dem man auch wirklich anfangen sollte, um die ganzen Charaktere zu kennen. Im Laufe der Geschichte werden auch noch neue Charaktere hinzukommen, die für die Geschichte wichtig sind, die jetzt aber in diesem Band noch nicht alle drin sind. Und die aber hier auch nicht vorgestellt werden. Hier ist nochmal eine junge Dame, die Conans Schicksal teilt. Und ja, nee, ich habe sie, glaube ich, verwechselt. Ich habe die schon lange nicht mehr gelesen, Entschuldigung. Aber ja, auf jeden Fall kommt später nochmal eine Dame dazu. Ich glaube, die da, die genau wie Conan verwandelt wird und dann auch zur Geschichte ja, Conans Geheimnis quasi dann teilt.
wie gesagt, Blut- und Mordszenen kommen vor. Die Kriminalfälle sind allesamt spannend, gut zu lesen. Es macht wirklich Spaß, mitzurätseln und mitzufiebern und mitzuknobeln, wer jetzt der Täter sein könnte. Was auch den Reiz in den Sherlock-Filmen und Büchern ja immer ist. Und ja, es macht auch Spaß, mitzuverfolgen, wie das Rätsel aufgelöst wird. Und die übergeordnete Geschichte ist interessant, aber sie wird sehr, sehr langsam aufgeklärt. Wie gesagt, ich bin jetzt im Band 18 und sie ist nicht wirklich, also sie ist schon ein bisschen vorangekommen, aber ist bei Weitem noch nicht wieder erwachsen. Und ja, also sie entwickelt sich langsam weiter, aber die Fälle an sich sind sehr spannend. Und es gibt auch ab und zu mal vom Herrn Aoyama Erklärungen in seinem Buch Kleines Lexikon der Meisterdetektive, in dem er selber was schreibt. Wie gesagt, manchmal kommt auch noch eine Erklärung vorne. Das Band selber ist wie alle Mangas ungefähr, das kostet jetzt 5 Euro, weil es ziemlich verbreitet ist und ziemlich gerne gelesen wird. Es kann sein, aber ich weiß es nicht genau, dass es auch schon Maxi-Bücher gibt, in denen 2 bis 3 Bände zusammengefasst sind. Gibt es zum Beispiel bei Berserk, gibt es ein Max-Band für 10 Euro, das aber dann so dick ist. Vielleicht gibt es das bei Conan auch schon, ich habe mich noch nicht informiert bis jetzt. Aber 5 Euro ist ein angemessener Preis für einen Manga, an dem man schon ein bisschen liest. Und ja, sehr zu empfehlen. Ist allerdings eine lange Reihe, also wer damit anfängt, sollte sich darauf einstellen, dass er sehr viel Lesestoff hat. Ich weiß auch nicht genau, ob die Reihe schon abgeschlossen ist in sich. Aber ihr könnt ja mal auf den einschlägigen Websites nachschauen. Vertrieben wird der Manga vom Egmont Verlag. Könnt ihr auch mal auf der Internetseite vorbeischauen. Und ja, wer Spaß an Detektivgeschichten hat, wer gerne miträtselt, mitfiebert, mitknobelt, wer Sherlock, die Serie zum Beispiel aus dem Fernsehen, kennt und mag und wer die Animes kennt, dem sei das empfohlen. Wer damit nichts anfangen kann, ist vielleicht falsch beraten mit dem. Aber ganz ehrlich, wenn man ein paar Seiten gelesen hat, dann kommt man richtig gut rein in die Thematik und man wird auch an die Hand genommen und drangeführt. Also ist jetzt nicht so, dass man nichts versteht, wenn man den Manga liest. Ja, ist ein günstiger Manga. Normalerweise kosten die so 6,50. Also 5 Euro ist ein guter Preis. Schlagt ruhig zu. Viel Spaß beim Lesen. Und bis zum nächsten Mal. Das war eine kurze Übersicht. Ich habe letztes Mal viel mehr erzählt zur Story. Aber ich will auch nicht alles verraten, was dieser Manga zu sagen hat. Die groben Personen sind bekannt. Die Maurice, Conan, der Kommissar und der Wissenschaftler. Und ja, alles andere müsst ihr euch selber lesen.
Danke fürs Zuhören und macht's gut.